Leute, Manuel Neuer. Manuel Neuer, kennt ihr. Weltklasse, Torwart, FC Bayern, München, dies, das und so. Gut, ist jetzt auch schon, geht auf 40 zu. Aber ich meine, es gab auch mal diesen russischen Nationaltorhüter, der hat auch irgendwie mit 95 noch gespielt oder so. Keine Ahnung. Manuel Neuer, ihr liebt alle ja den FC Bayern München. Da ist er ja, ich sag mal, der etatmäßige Mann zwischen den Pfosten, möchte ich sagen. Manuel Neuer. Er kam gerade zurück und ich habe da so eine Theorie, ich habe heute Theorietag, ich habe eine Theorie zu Manuel Neuer. Es ist eine Spekulation. Also Manuel Neuer kam zurück von diesem WM-Turnier in Katar und er ist glaube ich 38, 39, er ist seit, möchte ich mal sagen, 20 Jahren Profi, er hat viel erreicht mit dem FC Bayern München, er ist Weltmeister geworden. Also er hat viele schwere Verletzungen auch schon gehabt, immer wieder zurückgekommen und so. Und Manuel Neuer kommt zurück von der WM in Katar, geht mit Freunden Skifahren und bricht sich das Bein und fällt jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr mindestens aus. Hat schon eine Titanplatte, glaube ich, im Fuß und. Und es ist ja für die Profivereine eine schwierige Situation. Die Liga, da gab es ja dieses Jahr keine kurze Winterpause, sondern es gab jetzt eine recht lange Pause wegen der WM in Katar. Dann nach der WM in Katar gibt es ja noch dann ein paar Wochen mehr Unterbrechung, damit die Spieler sich ein bisschen wieder erholen können und so weiter und so fort. So, und jetzt das Erste, was Manuel Neuer macht, er kommt nach Hause. Der Flieger landet, er geht zum Skifahren am Tegernsee oder so und stürzt sich einen kaum beschneiten, super steilen Hang runter, bricht sich das Bein und sagt am Ende, er hat sich beim Skiwandern das Bein gebrochen. Nun kann es uns ja egal sein, was Fußballmillionär Manuel Neuer auf diesem Hang gemacht hat und ob jetzt der FC Bayern München Torwartprobleme ihr habt das vielleicht mitgekriegt, Jan Sommer wurde jetzt irgendwie von Mönchengladbach weggekauft und so. Es kann einem ja alles egal sein. Aber was mich daran interessiert ist, ich meine, wir haben ja auch viel mitgekriegt aus dem Profifußball, ein wahnsinniger Druck, ob du da Millionen auf dem Konto hast oder nicht und ob du da super privilegiert bist, ja, geschenkt, aber viele Leute haben da einen wahnsinnigen Druck in diesem Beruf, in diesem Sport und es ist ja auch ein individuelles Empfinden, ja, wie gesagt, Millionäre hin oder Millionen auf dem Konto hin oder her. Die Leute haben einen wahnsinnigen Druck in diesem Sport, sie machen sich selber großen Druck, Vereine machen Druck, Fans machen Druck, Sponsoren machen Druck, dies, das und so weiter und so fort. So, und ich habe, wie gesagt, wilde Theorie von mir, ich bin kein Psychologe, nehmt hier bitte nichts ernst, aber würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Manuel Neuer kommt von dieser WM nach Hause, das Erste, was er macht, ist, sich diesen Todeshang runterzustürzen, der kaum beschneit ist, und bums die Wumms hat er sich ein Bein gebrochen, fällt ein halbes Jahr aus. Das kommt mir komisch vor. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, unterbewusst ist da irgendwas los bei Manuel Neuer. Er geht auf die 40. Irgendwie habe ich das Gefühl, offenbar, er muss sich immer wieder beweisen. Er tritt ja auch nicht aus seiner Nationalmannschaft zurück und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jemand, der hat wie so einen Zwang oder äußere Einflüsse, sich immer wieder neu zu beweisen. Er hat einen Vertrag mit dem FC Bayern München. Er ist der Weltklasse-Torwart der letzten 10 Jahre, kann man vielleicht sagen, mindestens. Er hat vielleicht Sponsoren. Irgendwie habe ich das Gefühl, will da vielleicht jemand aus diesem ganzen Scheiß einfach raus und weiß nicht wie? Kann das seinen Freunden nicht sagen? Kann das seiner Familie nicht sagen? Kann das seinem Manager nicht sagen? Hat er irgendwelche Sponsorenverträge, die er erfüllen muss, dass er auch quasi noch Profi ist? Ich stürze mich doch nicht so einen Hang runter. Gerade Fußballspieler, den ist doch quasi mit Kreuzband und Meniskus und so, den ist doch quasi das Skifahren regelrecht verboten. Ich komme doch nicht von so einer WM nach Hause, stürze mich so einen Todeshang runter, sage hinterher, ich war Skiwandern, hab mir das Bein gebrochen. Alles ist irgendwie, jetzt stehen sie alle da, Bayern München hat keinen Torwart und so weiter und so fort. Will er einfach nur raus aus der ganzen Scheiße? Ne?
Ihr wisst, es gab große Fälle im Fußball, Druck und so weiter und so fort. Will er einfach nur raus? Findet Manuel Neuer keinen Ausweg aus dieser ganzen Profi-Fußballer-Situation, Sponsoren? Wem kann er sich denn, wem, was ist denn da los? Kann er nicht sagen, komm, ich bin 38, 39, fast 40, jetzt ist Schluss. Schluss mit der Nationalmannschaft. FC Bayern will ich auch nicht mehr. Ich will einfach nur raus. Kann er es irgendwem nicht sagen? Muss er sich deshalb da so einen Skihang runterstürzen? Sagt ihr es mir? Das ist wilde Theorie, hatte ich neulich auf dem Sofa. Hängt das nicht so hoch? Es ist vielleicht auch nur dummes Gelaber von mir. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe, dies, das. Aber weil es ja doch so ein paar Fälle gab, so im Profifußball und so. Druck, Druck, Druck. Und was ist los? Kann Manuel Neuer nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr mit dem Fußball, ich höre jetzt auf, oder ich will nur noch FC Bayern München machen, den Rest will ich nicht mehr und so. Was ist da los? Warum stürzt sich jemand so einen Hügel runter? Gut, das nur am Rande. Erklärt ihr mir gerne die Welt. Erklärt ihr mir gerne die Welt. Das ist mir noch nicht so aufgefallen, interessiert mich.